Hallo am Fensterbrett des Küchengartens. Wie ihr wahrscheinlich schon von mir wisst, bin ich ein riesiger Orchideen-Fan. Größtenteils von den Phalaenopsis, also den Standard-Orchideen, die es jetzt schon in jedem Baumarkt und Pflanzencenter gibt. Aber da gibt es so viele verschiedene Blütenfärbungen und Muster. Ich habe auch die Pflege sehr gut im Griff und deswegen habe ich schon eine sehr große Sammlung dieser wunderschönen Orchideenart, die auch schon einige Jahre alt sind. Bei der Phalaenopsis ist es ja so, dass man sie wegen der wunderschönen Blüten kauft. Sie blüht auch recht lange und diese Farbenpracht ist wirklich traumhaft. Das Blattwerk ist ja eher unspektakulär und hier kommen jetzt die Juwelenorchideen ins Spiel. Ich habe mir vor circa 3 Jahren gedacht, ich hätte gern etwas, was auch ein bisschen ein Farbspiel, eine Farbenpracht in meine Orchideensammlung bringt und bin dann auf die Ludisia discolor gestoßen. Das ist hier diese traumhafte große Pflanze. Das ist eigentlich die bekannteste der Juwelenorchidee, also die bekannteste Art und wird jetzt auch teilweise, ist schon gut erhältlich. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt, ich habe seinerzeit ein Video darüber gemacht, das verlinke ich euch hier oben, das könnt ihr euch gerne auch anschauen. Die Blätter der Juwelorchidee sind einfach ein unglaublicher Hingucker und bringen ganz eine schöne Vielfalt auf eure Fensterbrette. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zum Beispiel die Ludisia discolor auch in der Pflege recht anspruchslos ist, denn die Juwelorchideen sind im Gegensatz zu den Phalaenopsis keine Aufsitzerpflanzen, also sie wachsen nicht auf Bäumen, wo sich die Wurzeln festkrallen und die Wurzeln angewiesen sind auf eine hohe Luftfeuchtigkeit, um Sauerstoff und Wasser aufzunehmen, sondern sie wachsen terrestrisch, also im Boden unter den Gehölzen. Das heißt, sie macht sie auch pflegeleichter hier für uns als Zimmerpflanze, weil sie nicht so gefährdet ist für Wurzelfäulnis. Wie schon erwähnt, man verliebt sich in diese Juwelenorchideen größtenteils wegen der tollen Blattmusterung und weniger wegen der Blüte. Aber ihr seht jetzt, diese hier kommt demnächst in die Blüte. Also sie hat sich schon gebildet, die werden jetzt noch aufgehen. Wunderbar kleine weiße Knöpfchen. Sind zwar unspektakulär, aber wenn sie dann doch einmal im Jahr blüht, freut man sich umso mehr. Denn man weiß, man macht alles richtig und die Orchidee fühlt sich wohl. Die Juwelorchideen sind eine recht große Gruppe und deswegen gibt es keinen einzelnen lateinischen Namen, sondern sie gliedern sich in 6 verschiedene Gruppen auf. Und ich habe es mir jetzt ein bisschen so zum Hobby oder zur Aufgabe gemacht, dass ich zumindest von jeder Art einmal eine mein eigen nennen kann. Die sind natürlich immer noch recht schwer zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe es geschafft. 5 der 6 Arten habe ich nun hier bei mir zu Hause. Die seht ihr hier. Ich bin ganz stolz. Die lateinischen Namen sind jetzt etwas kompliziert. Ich sage sie euch trotzdem kurz und ich blende sie auch ein, falls es euch interessiert. Also das, wie gesagt, ist die Ludisia discolor. Hier habe ich die Anoectochilus. Hier eine Art der Gattung Dosinia. Das hier ist eine der Gattung Macodes. Und das hier ist eine der Gattung Goodyera. Aussprache bitte, seid nachsichtig. Ich habe keine Ahnung, wie man die jetzt wirklich ausspricht. Aber Lateinisch ist ja eigentlich immer so, wie man es schreibt. Die 6. Gattung fehlt mir noch, das ist die Corybas. Da werde ich meine Augen offen halten, ob ich die vielleicht auch noch irgendwo bekomme. Das Tolle ist ja auch, dass diese Juwelorchideen sehr einfach zu vermehren sind. Also um sie an Freunde und Bekannte weiterzugeben, die ebenfalls orchideenbegeistert sind oder als Mitbringsel zu einer Einladung, sind die wirklich toll. Ich zeige euch da mal was. Hier hinten habe ich nämlich gerade vor ein paar Wochen Stecklinge abgeschnitten, denn wie ihr seht, bei der Orchidee war ich jetzt ein bisschen
nachlässig mit der Lichtversorgung, also da sie ja unter Gehölzen wachsen, brauchen sie jetzt keinen prallen Sonnenschein, aber sie sollten schon nicht total im Schatten stehen an einem hellen Fenster, West oder Ost, oder unter einem Growlight, einer Pflanzenlampe, gefällt es ihnen sehr. Und die ist jetzt hier eher lang gewachsen, das heißt, fällt mir natürlich wieder leichter, dass ich hier die langen Äste abschneide und in Moos oder feuchtem Substrat bewurzeln lasse. Das habe ich hier gemacht. Da habe ich 3 Äste abgeschnitten und die sind alle schon bewurzelt. Und ihr seht hier an den einzelnen Wachstumsknoten treibt diese hier auch schon wieder aus. Das heißt, das wird auch hier passieren, wenn ihr die Äste abschneidet, dann wird sie einfach kompakter und dichter aus den Wachstumsknoten wieder austreiben. Also wahnsinnig pflegeleicht, dankbar und super zu vermehren. Dann möchte ich euch jetzt noch etwas über das Umtopfen und das Substrat für die Juwelenorchideen erzählen. Ich habe diese Orchideen als Stecklinge bekommen, schon bewurzelte Stecklinge. Sie waren in Sphagnummoos und ein Steckling war auch in Kokossubstrat. Zuerst habe ich die Pflänzchen, so gut es ging, aus dem jeweiligen Substrat herausgepult. Und ich muss sagen, jene, die im Sphagnummoos bewurzelt wurden, haben mir besser gefallen. Sie hatten einfach schon ein viel besser entwickeltes Wurzelsystem und das macht natürlich das weitere Wachstum der Pflanzen viel einfacher. Ich mische mir ja das Substrat für all meine Zimmerpflanzen, insbesondere für meine Phalaenopsis-Orchideen, immer selber und auch hier bei der Juwelorchidee ist das nicht anders. Sie brauchen ja ein anderes Substrat als die Phalaenopsis, da sie ja in der Erde wachsen, terrestrisch und nicht als Aufsitzerpflanzen. Und deswegen ist die Basis hier bei mir Kokossubstrat, fein gemahlenes. Ich bin vielleicht beim Mischen von meinen Substraten etwas kompliziert. Ich gebe recht viele Bestandteile hinein. Das muss nicht unbedingt sein, aber ich wollte es euch doch mal zeigen, wie ich es mache. Und am Schluss davon sage ich euch auch noch, wie die abgespeckte Version aussieht, also die Mindestzutaten, die ihr braucht, um eure Juwelorchideen glücklich zu machen. Dann kommt auch noch Wurmkompost hinein, als Nährstoffquelle sozusagen, denn all die anderen Bestandteile haben ja keine Nährstoffe in dem Sinn. Da könnt ihr aber auch fein gesiebten Gartenkompost verwenden. Bitte beachtet allerdings, dass ihr den dann dämpfen müsst, da es ja für Zimmerpflanzen gedacht ist und es sollen sich ja keine Schädlinge einschleichen. Als nächstes gebe ich großzügig Perlite hinzu. Das ist ein vulkanisches Gestein. Es ist steril und wird sehr gerne als Zusatzstoff für Blumenerden verwendet, da er vor zu starker Verdichtung schützt und damit die Luftdurchlässigkeit in den Substraten verbessert. Und zu guter Letzt habe ich hier noch 2 Hände voll Pinienrinde. Pinienrinde kommt eigentlich in jede meiner selbstgemischten Blumenerden oder Zimmerpflanzensubstrate hinzu, weil sie besonders luftdurchlässig ist und auch das Wasser speichert und eignet sich dadurch für die meisten Pflanzen. Ganz gut ist bei Pinienrinde auch, dass man sie als Mulchmaterial einsetzen kann, also oben auf die Erde dann drauf. Somit verhindert man das Austrocknen und dass man so oft gießen muss. Und man macht es auch diesen gemeinen kleinen Trauermücken etwas schwieriger, ihre Larven, ihre Eier in das Substrat abzulegen. Gut durchgemischt und dann hätte ich fast meine Lieblingszutat vergessen. Und zwar ist das aktivierte Pflanzenkohle. Pflanzenkohle an und für sich hat wahnsinnig hohe Vorteile in jeder Art von Substrat oder Blumenerde. Sie hilft Wasser und Nährstoffe zu speichern und bindet außerdem das CO2 im Boden. Aktiviert bedeutet nun, dass diese Kohle schon mit Nährstoffen angereichert wurde, also Jauchen, Gülle oder Kompost, und so diese Nährstoffe langsam in mein Substrat abgibt. Und in dieses herrliche Substrat habe ich meine kleinen Pflänzchen nun eingetopft. Zusätzlich habe ich noch Mykorrhiza-Pilze hinzugegeben. Das sind Bodenpilze, die mit Pflanzenwurzeln eine Symbiose eingehen.
Der Pilz besiedelt dabei das Feinwurzelsystem der Pflanzen, versorgt sie mit Nährstoffen wie Phosphor und Stickstoff und macht Wasser leichter verfügbar. Und jetzt verrate ich euch noch, wie versprochen, die abgespeckte Version des Substrats für die Juwelenorchideen. Und zwar als Grundlage nach wie vor die feine Kokosfaser, dann die Perlite, um dem Ganzen Luftigkeit hinzuzufügen, und einen Langzeitdünger, wenn ihr eure Orchideen mit einem Flüssigdünger regelmäßig versorgt, dann könnt ihr sogar diesen festen Langzeitdünger weglassen. Einfach, nicht? Schön, dass ihr beim heutigen Video wieder mit dabei wart. Gerne einen Daumen rauf da lassen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir doch mal unten in den Kommentaren, ob ihr auch schon mit den Juwelorchideen Erfahrungen habt. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich finde die wirklich großartig und kann sie wärmstens empfehlen. Eine schöne weitere Adventzeit, wenn wir uns nicht mehr vorher sehen. Ein schönes Weihnachtsfest und bis nächste Woche hier bei mir im Küchengarten.